Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute das Weihnachtsspecial. Wir öffnen zwei Legendary Gold Sets aus Korea und eine 2020 Tin. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Legendary Gold Set. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Okay, jetzt habe ich... So. Okay, dann lege ich mal den Rest zur Seite. Wo lege ich es nur hin? Ich lasse einfach hier liegen. Und wir schauen mal, was uns hier drin erwartet. Ich kann noch mal weiter weggehen. So, schauen wir mal, was uns hier drin erwartet. Brauche ich mein Messer? Ja, ich brauche mein Messer. Schauen wir mal. Okay, ist doch ein bisschen tricky. So. Dann schauen wir mal, was uns heute erwartet. Ich bin sehr gespannt. Heute auch kein ASMR. Ich habe gedacht, das kann man nicht leise machen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was uns hier erwartet, welche wir bekommen. Blue Eyes, Red Eyes oder Dark Magician. Und wir haben den Red Eyes. Oh, wow. Sehr schön. Wenn wir beim nächsten den Blue Eyes kriegen, habe ich alle drei. Kommen. Wie kriege ich das jetzt auf? Überall getaped, dann Koreaner tapen wohl gern. Dann schneiden wir hier an der Seite auf. Und hier auch. Wo haben wir es denn? Das ist die ganze Seite. Ach, hier ist es zu. Das heißt, hier muss ich noch ausschneiden, so dass ihr es auch mitkriegt. Ja, jetzt haben wir es auf. Okay, dann holen wir mal die Packs raus. Ich würde sagen, das ist nochmal extra. Oh, wow, guckt euch das an. Richtig schön. Oh, die Giant Gold Card. Wow. Okay. Hä? Wie war das jetzt gefaltet? So. Okay, ich würde sagen, wir öffnen auch gleich die zweite Box. Und genau, schauen mal, was da ist. Jetzt mache ich es aber schlau. Ich schneide erst rein. Aber schneid mich nicht selber, hoffentlich. Ja. Ich schneide erst rein. Bin ich durch? Ja. Und dann bin ich gespannt, ob wir Blue Eyes bekommen. Ich meine, Dark Magician habe ich gern. Von dem her. Aber wir haben Blue Eyes. Wow, wir haben das komplette Set. Cool. Wow, jetzt bin ich echt froh. Das heißt, ich habe einmal den Dark Magician, einmal den Blue Eyes und einmal den Red Eyes. Das heißt, ich habe wenigstens jeden einmal. Das war meine Hoffnung. Und die wurde nun bestätigt. Also, wow, ich bin sehr glücklich, sehr, sehr glücklich damit. Oh, wow. Okay. Jetzt versuche ich das hier rauszukriegen, ohne die ganze Kulisse umzuwerfen. Erstmal die hier raus. Schauen uns alles gleich nochmal an. So, wow, die Giant Card. Das Problem ist mit den Giant Cards, dafür gibt es keine Hüllen. Also es ist ein bisschen schwierig, die schön sauber aufzubewahren, aber ich lasse mir da was einfallen. Und hier haben wir sie, die zwei Drachen. Red Eyes und Blue Eyes, White Dragon. Wow, wunderschön. Ich lege die mal auf die Seite. Und nun kommen wir... zu den Packs. Dann zoomen wir mal wieder ran. Diesmal hat es gleich geklappt. So, wir haben hier ja jeweils die Promokarten. Und diese Promokarten sind genauso in der Gold Rare, wie wir sie bekommen. In der Maximum Gold Box. Da habe ich leider nur den die zwei hier gekriegt. Leider nicht den Dark Magician bisher. Ich hole die mal hier raus. Ganz vorsichtig. Ich will ja nichts hier zerstören. Ich glaube, da schneide ich lieber hier mal ein kleines Loch rein. Weil die Folien, ich weiß nicht wieso, aber die Koreaner haben so eine starke Folie. Kriegt man nicht so einfach auf. So. Ach, die arme Karte, ich will die nicht so... Okay, oh wow, die fühlt sich so toll an. Hier haben wir den Rotaugen. Wow, wunderschön. Auf die Seite und dann holen wir auch den Blue Eyes raus.
Kulisse. Ich weiß nicht warum, aber die Folien bei den Koreanern, die sind so stark. Viel zu stark. Und sehr dick. Also im Gegensatz zu unseren. Sehr, 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 sehr dick. Okay, und hier haben wir den Blue Eyes. Sieht auch wunderschön aus. Wow. So. Okay, diesmal. Ach, stimmt. Wir haben ja auch noch richtig geil. Jeweils die Field Center. Und das Coole an den Field Centern ist, die sind nicht aus Pappe, sondern aus Plastik. Das heißt, also die haben bessere Qualität als diese aus der Dual Devastator Box oder so. Also wirklich Plastik. Die halten was aus. Und die sehen richtig, richtig cool aus. Wow. Cool. Eigentlich müsste man das Set perfekt in Szene setzen. Vielleicht fällt mir da mal was ein hier. Dann tue ich alle drei in Szene setzen. Wobei der Dark Magician im Moment noch in meinem Deck ist. Der koreanische. Weil ich den deutschen noch nicht in Maximum Gold gezogen habe. Also mal schauen, wie lange es dauert, bis ich den ziehe. Oh, wow. Sehr schön. Sehr cool. Sowas hätte ich mir für uns auch gewünscht, aber gut, man kann nicht alles haben. Dafür kriegen wir mehr Gold Rare Karten. So, wir haben jetzt insgesamt pro Box 1, 2, 3, 4, 5 Packs. 5 Packs pro Box. So. Und da bin ich mal gespannt. Ich habe mir hier mal aus dem Internet rausgesucht, nebenher mein Laptop laufen. Und vielleicht werde ich die eine oder andere Karte mal raussuchen, die mir richtig gut gefällt und gucken, wie deren Name ist. Da ich kein Koreanisch kann, wird es ein bisschen schwierig, die ganzen Namen hier rauszufinden. Und das Problem ist echt, bei denen sind die Packs wirklich tight. Also die hier aufzukriegen, ohne zu... Okay. Never mind. Das ging einfach. Wow. Okay. Schauen wir mal rein. Okay, die erste Karte, die habt ihr schon erkannt. Die habe ich erkannt. Die kenne ich. Auge von Timaeus. Und die haben alle dieses Prismatic. Seht ihr diesen Schimmer? Das haben sie alle. Und die fühlen sich auch. Die fühlen sich ganz anders an wie bei uns. Sehr cool. Das ist ein Galaxy Photonen irgendwas Drache. Vielleicht kriege ich es raus. LGB 1 KR 31. Jetzt muss ich mal gucken. Wo habe ich meine Maus? Hier, so 31. Gehen wir mal runter. 31. Dann finde ich den englischen Namen. Wenigstens den englischen Namen finde ich. Hier. Nummer 62. Galaxy Eyes Prime Photon Dragon. Dann haben wir hier Jubel. Rotäugiger Erzunterweltler-Drache, schätze ich mal. Und ein Elementarheld, Neos irgendwas. Was haben wir denn für eine Nummer? Die 9. Die 9 ist... Elementarheld Neos Krieger. Cool. Okay, gleich den nächsten Pack. Neos Krieger, wow. Oh, die Packs hier. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mir da was überlegen. Nächstes Mal eine Schere, wenn ich mir koreanische Packs aufmache. Ah, da fällt mir ein, ich habe doch noch einen Booster. Den muss ich gleich mal holen. So, hier haben wir Red Eyes Fusion. Jetzt wird's schwierig. Da habe ich leider keine Ahnung, aber das Internet weiß es. So, es ist die 34. Das ist Odd Eyes Rebellion Dragon. Das ist, glaube ich, der Liquid Soldier. Ewige Seele. Und Regenbogen, irgendwas Drache. Der Regenbogen. Rainbow Dragon, der Zenit Crystal Beast. Okay, jetzt probiere ich es mal. Irgendwie anders zu öffnen. Ich nehme ein Messer. Schneid da rein. Das so gut war. Also.
Kann ich nicht anders öffnen. So, dann schauen wir mal rein. Eine Blue-Eyes-Karte. Oh, so, jetzt seht ihr es. Eine Blue-Eyes-Karte. Und das ist Majesty with Eyes of Blue. Dann haben wir wieder einen Neos. Und zwar Elemental Rainbow Neos. Galaxie Photon Drache könnte sein. FA Formula. TGEX, was haben wir denn hier? Shooting Star Dragon TG Expansion heißt er. Wow. Sehr schön. Koreanischen Karten sehen auch echt schön aus. Oh, wie kriege ich euch am besten auf? Ich weiß nicht. Oh, dann haben wir sowas. So, schauen wir weiter. Wieder Augen von Timaeus. Wow, wen haben wir denn hier? Wir schauen mal. Die 26, das ist Nummer 90, Utopic Dragon. Ah, wie heißt er nochmal? Das ist dieser weiße Drache. Dragon Spirit of White, genau. Wow, der sieht ja cool aus. Hier haben wir Shooting Rise Dragon. Und nochmal diesen TGEX Expansion Dragon. Gleich hintereinander, also. Gleich zweimal. Ich habe mir sagen lassen, hier drin gibt es in Collector's Rare einen Dragoon. Wer da ist, Dark Dragoon. Wenn ich den ziehen würde. Oh wow. Ich würde Freude springen lassen. Noch eine Red Eyes Fusion. Sehr schön. Utopia Nummer 39. Utopia der eine oder so. Gucken wir mal die 27. Was haben wir hier? Nummer 9, Utopia Prime. Oh Gott, ich bin so doof. Irgendwas mit blauen Augen. Sage with Eyes of Blue. Ihr seht, ich habe keine Ahnung von Blue-Eyes-Karten. TG irgendwas. TG Hyper Librarian. Und zum Schluss, wow. Wow, das sieht ja nice aus. Was haben wir denn hier für einen? Das hier ist Galaxy Eyes Afterglow Dragon. Wow. Kriegen wir eine Collector's Rare? Vielleicht? Ich glaube, man hat in der Box die Chance. Ich glaube, pro Box eine. Kann es sein? Also beim letzten Mal haben wir diesen Regenbogen-Drache gezogen. Ich weiß, dass es noch den Dragoon gibt, aber sonst weiß ich eigentlich nichts. Oh, da hinten ist eine. Okay, die letzte ist wohl... Der letzte Pack hat wohl immer eine. Okay, wir haben Juwel. Ewige Seele. Diesen Rebellions-Photonendrache. Oh, ein Pendelmagier. Das ist Xianke Magician. Und was haben wir? Komm schon. Den Dragoon. Oh mein Gott. In Collector's Rare. Wow. Oder 20th Anniversary Rare ist das. Wow. Oh mein Gott. Sieht ja geil aus. Wow. Ich weiß nicht. In der Kamera kommt es vielleicht nicht ganz so rüber. Aber in echt. Oh mein Gott. Wow. Mein Favorites bisher. Okay. Schauen wir mal weiter. Die nächste Box. Machen wir gleich weiter. Kann es auch sein, dass viele Doppelte kommen. Ich glaube, da waren nicht so viele Karten drin in dem Set. Sind ja fast nur Reprints. Das sieht nach einem Monarchen. DDD. Oblivion King Abyss Ragnarok. Wieder dieser Drache. Neos, wie heißt er? Das war Neos Wiseman, genau. Mit Jubel und Elemental Neos. Red Eyes Fusion. Und, oh, den hatten wir auch noch nicht. Die Nummer 33. Was könnte das sein?
Odd Eyes Rebellion Dragon Overlord. Cool. Oh, wow. Ich hätte nicht erwartet, den Dragoon zu ziehen. Wow. Echt richtig viel Glück gehabt. Weihnachten. Ich sag's euch, da wurde ich beschenkt. Ich glaube, das ist Galileo. DDD irgendwas Galileo, glaube ich. Oder... Ach komm, wir schauen mal genauer nach. Die 39. Da haben wir... Seventh Kepler. Okay. Ja, das weiß man, glaube ich. Jubel. Mit blauigen Augen und... Oh, wow, was bist du denn für einer? DDD. DDD. Elogi King Wise Requiem. Ich habe leider nur die englischen Namen da. Die Seite, wo ich rausgefunden habe, welche Karten hier drin sind, ist auf Englisch. Deswegen leider nur die englischen Namen. Wenn mir die deutschen einfallen, sage ich sie ja, aber ich beschäftige mich nicht viel mit anderen Themen, die mich nicht so ganz reizen. Okay, was haben wir denn hier? Dann schauen wir mal. Du bist Flame Buffalo. Das war dieser Nummer 99 Überdingsdrache. Liquid Soldier. Oh, was bist du? Das hier ist Photon Sanctuary. Und ich glaube, Neos Krieger kann es sein. Den hatten wir doch als erstes, oder? Ja, das ist der Neos Krieger. Okay. Okay, das ist echt, also, super Weihnachtsgeschenk. Da freue ich mich jetzt wirklich drüber. Schauen wir mal. Den hatten wir schon. Den Gagaga Cowboy. Ewige Seele. Weißer Drache. Irgendwas. Und nochmal diesen Regenbogendrache. Zwei Packs sind noch da. Und dann suche ich auch noch. Ich habe noch einen Savage Strike. Booster auf Koreanisch gekriegt bei meiner Bestellung. Den suche ich auch gleich für euch. Dann machen wir den auch gleich auf. Wäre blöd. Diesen Buffalo. Den hatten wir ganz am Anfang. Formula. Sage of White. Und den hatten wir auch schon. Dann müsste hier die 20th Anniversary Rare drin sein. Wenn es wirklich stimmt, dann ist pro Box eine drin. Ich weiß nicht mal, ob die irgendwas wert sind, wenn die so oft... wenn die auf jeden Fall, und ja, auf jeden Fall ist eine drin. Wenn die garantiert sind, sag mal, der sieht doch aus wie Naruto. Voll. Gesicht ist auch Naruto. Die hatten wir auch schon. Photon Sanctuary. Den hatten wir jetzt auch schon öfter. Und wir haben, oh mein Gott. Wow. Du bist nichts Falsches. Red Supernova Dragon. Wow. Auch schön. Cool. Okay. Ich bin gleich wieder da und suche mal den Pack raus. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Hoppla, jetzt war es aber laut. So, ich habe ihn gefunden, den Pack. Savage Strike. Dann schauen wir mal rein. Dann ist es Weihnachten. Komm, wir machen alles auf. Alles Mögliche auf. Wieso... Das ist jetzt wieder anders. Oh Mann. Also, die koreanischen Packs zu öffnen ist echt eine Kunst für sich. Ich will ja keine Karte zerstören. Das wäre sonst sehr traurig. Also, die wollen nicht, dass die Karten aus ihren Packs rausgehen. Die sind ziemlich stark. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was hier für Karten drin sind. Next steht hier einfach. Ich kann euch echt nicht sagen, welche Karten das sind. Aber ich mach's einfach auf. Und wir kriegen nur eine Rare. Leider fällt mir gerade nicht ein, was es für Karten sind. Sorry. Okay. Wir haben das abgehackt. Dann öffne ich etwas, wo ich wirklich weiß, was es für Karten sind. Ich räume mal kurz hier ein wenig auf die Seite. Denn ich habe ja noch...
Die Tin von 2020, die Sarkophag-Tin. So, jetzt müssen wir Platz haben. Die haben wir noch. Dann machen wir die auf. Ich kann auch noch mal wegzoomen. Zack. Dann können wir die aufmachen. Das gute alte Messer. So. Weg damit. Holen wir die Megapacks raus. Alles komplett auf die Seite. Und dann schauen wir mal rein, was wir kriegen. Ach, jetzt habe ich mir das schon angewöhnt. Okay. Gehen wir mal wieder nah ran. Zack. So. Wir fangen an mit. Ich mal auf die Seite. Trickstar Fusion. Großsalamander Fennec. Dino-Wrestler Kola Silat. Dino-Wrestler Marshall Ankylo. Großsalamander Sonnenlichtwolf. Du bist in Gefahr. Schurke von Endymion. Schaden Adieu. Mechritter Crusadia Avramax. Oh, wow. Ich glaube, das ist eine gute Karte, die man hier rausbekommen kann. Wow. Weihnachten ist wirklich heute ein guter Tag zum Packs öffnen. Okay. Und Serziel, Wächter des Bösauges. Ich glaube, den habe ich auch noch nie gesehen. Oder die. Ist es ein R? Oder eine Sie? Ist es ein R? Eine Sie? Es ist ein R. Wow. Die habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Monstrosität des Weltvermächtnisses. Okay. Weißaura Monoceros. Großsalamander Flammenschale. Hoppelohr Schwadron. Marienzessin Schnee. Tenjigeist Ashuna. Gladiatoren Ungeheuer Vespasius. Und Endloskette Brutale Raupe. Machen wir gleich weiter. Und wir beginnen mit Dino Raster Giga Spinosavate. Tyrannen-Dino-Fusion. Großsalamander Heilwiederkehr. Raketen-Synchron. Hita, die Feuerverzauberin in Flammen. Okay, was macht meine Kamera da so? Tenjigeist Adhara. Oh, die sehen, ich finde die Artworks von den Tenjigeisten richtig, richtig schön. Oh, wir haben Albtraumritterin, Verkörperung Idle. Okay. Vergeltung des Bösauges. Medusa, Wächterin des Bösauges. Winn, die Windverzauberin in Grün. Neos, Fusion. Gorgon, Kaiserin der Bösaugen. Also, das ist eine Bösaugenbox, merke ich schon. Fäuste des unvergleichlichen Tenyi. Hoppla, dann verlieren wir hier. Verteidiger des Labyrinths. Makellose Perfektion der Tenier. Oh, diese Artworks. Wunderschön. BES Sprengerkanonenkern. Na, eins zu weit. Heute habe ich es aber. Medium für den Drachenzyklus. Und Katoblepas, Vertrauter des Bösauges. Kommen wir zum letzten Pack für heute. Kriegen wir vielleicht einen Dragoon nochmal? Auf Deutsch, das wär's echt jetzt. Oder mir fehlt noch diese Successor Soul, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. Die fehlt mir noch für mein Magier-Deck. Nachfolgersegel oder sowas. Okay, schauen wir mal, ob wir Glück haben. Dino-Wrestler Rambrachio. Wachdrachen-Katastrophe. Pegasus-Flügel. Neo Flamwell-Dame. Extraheld Cross Crusader. Wachdrachen Schild. Astraguls. Weißfisch Rettung. Erinnerungen an die Hoffnung. Wow, die kenne ich auch nicht. Ah, Fexi ist okay. Klagelied der verschwundenen Drachen. Und Hexwerkerin Edel.
Und zum Schluss die vierte Valkyrie. Tenniegeist Nahata. Konfrontation mit dem Bösauge. Hexwerker-Dekoration. Marienzessin-Kopf. Kampfozean. Verwunschenes Leuchten. Und zum Schluss deine Wrestler war Leonix. Das war's mit dem Weihnachtsspecial. Also ich finde, wir haben eine gute Ausbeute gemacht hier. Die gefällt mir sehr. Die schönen Goldkarten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und ich wünsche euch allen schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Bleibt gesund. Und dann sieht man sich im nächsten Video wieder, das, ich glaube, vor Ende des Jahres noch rauskommt. Also seid gespannt. Es ist der dritte Teil meines Highlights-Openings des Jahres. Bleibt auf dem Stand. Schaut immer wieder vorbei. Dieses Video war kein ASMR-Video. Ich werde gucken, dass ich das ein bisschen mische. Immer mal normal und mal ASMR. Genau, um einfach da ein bisschen mehr Schwung reinzubringen. Genau, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, lasst auch einen Kommentar da. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.